Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Subsistence. Und wir machen uns in dieser Folge weiter Richtung Norden. Wir hatten ja in der letzten Folge hier das Fundament gebaut, ein Feuerchen drunter gebaut und es gestärkt. Und vorher bin ich leider einmal hops gegangen. Hier stehen also jetzt 7 Tote auf der Liste. Gut, werden wir verkraften. Aber ja, war natürlich auch wieder irgendwie ein kleines bisschen sinnlos, weil ich mich mit dem Puma anlegen musste und mich dazu sicher gefühlt habe. Aber nun gut, jetzt geht's weiter in Richtung Norden. Das ist Stein, ne? Normales Gestein hier. Ich dachte im ersten Moment, das könnte ein Erz sein. So, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen Holz machen. Ein paar Sticks, damit wir uns wieder ein Feuer machen können. Feueranzünder wird nicht das Problem sein. Gleich mal gucken, wie viele Pfeile die uns eigentlich weggenommen haben. Ja, auch ein ganz paar. Okay. Komm, wir machen uns gleich mal ein paar Sticks. Dann machen wir uns dann das Feuer. Ja, wir sind ja unterwegs Richtung Norden, weil wir Lithium-Erz brauchen, um dass wir uns dann am Ende Platin herstellen können. Wir hatten in der letzten Folge einmal Obsidian gefunden und das war dann auch der Grund, warum ich mich mit dem Puma überhaupt angelegt habe. Ja, wer es nicht gesehen hat, gerne nochmal in die letzte Folge reinschauen, ne? Ist auf jeden Fall auch zum Anfang des Videos hier oben rechts verlinkt. Das mache ich immer so. Und ich habe natürlich auch alles in Playlists geordnet. Da kann man, wenn man das möchte, auch jederzeit sich die Folgen anschauen. So. Okay, genau, das brauchen wir ja. Biokraftstoff, wichtig. Ansonsten, na gut, hätten wir ein paar Heilkräuter. Wir machen uns gleich mal das Feuer wieder startklar. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir uns da noch einen Feueranzünder machen können. Können wir. Sehr gut. Dann haben wir das nächste Feuer schon mal safe. Ich hatte gesehen, hier waren in der letzten Nacht, als ich hier vorbeigelaufen bin, denn das waren ja, war ja wieder über weit über 1 Kilometer gewesen. Als ich hier vorbeikam, waren hier Banditen am Teich wieder. So, und wir gucken mal fix auf die Map. Zink, Kupfer, Kalium und Eisen. Also gut, nichts Außergewöhnliches in dem Bereich hier. Das werden wir uns mal versuchen mitzunehmen. Baum versuchen wir uns mal zu holen.
Und wir können auf der Tour eben auch gleich mal die Karte ein bisschen weiter aufdecken, damit wir eventuell, wenn ein Flugzeug dann mal abstürzt, wieder, damit das eventuell nicht im schwarzen Bereich, im unaufgedeckten Bereich landet, sondern im aufgedeckten, beziehungsweise das, was dann auch sehen. Die Angel haben wir eh nicht mit. Aber ich meine nach wie vor, dass die Wölfe doch nicht so schnell angreifen, ne? Möhre. Das ist wer? Die ist hier wohl nicht, ne? Wir werden mal ein bisschen tiefer gehen, damit uns die Kälte nicht irgendwie überrascht hier. Ja, wir laufen so ein bisschen in die falsche Richtung. Eigentlich wollte ich ja mehr hier in den Bereich. Vor allen Dingen wegen dem Lithium. Das sind die Großquellfälle, heißt das Gebiet hier. Das ist das Friedetal, wo wir gerade sind. Und da gibt es bloß die normalen Erze. Wir müssen also uns doch ein bisschen mehr Nordosten halten. Nicht lang. Ja, holen wir uns mal fix die Tasche. Die Möhre heben wir uns noch ein bisschen auf. Gut, wir werden trotzdem mal erstmal ein bisschen weiter unten bleiben. Hier ist die Map-Grenze. Veggie haben wir erstmal. Sind wir erstmal ganz gut bedient. Hier geht's weiter damit. Ja, wir sind quasi am anderen Ende von unserem See hier, ne? Kannst du sagen. Wir müssen also eigentlich in die ganz andere Richtung.
Aber so haben wir gleich mal ein Stück mehr Karte aufgedeckt. Da drüben ist die Jägerbase. Und hier geht der Zaun dann ins Wasser rein. Und dann bleiben wir jetzt gleich mal ein bisschen mehr Nordost. Hier wird das Gras schon ein bisschen brauner, hä? Und der Busch, der ist doch gerade vor uns gespawnt. Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich. So, und eigentlich könnten wir uns dann auch gleich nochmal ein Fundament machen. Aber Bretter müssten wir ja noch haben. Ein Teil davon müssten sie uns ja auch gestohlen haben, aber da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ne? Naja, ich glaube, ein paar haben sie uns gestohlen, aber ein Fundament können wir uns ja auf jeden Fall machen. Eigentlich würde auch ein dreieckiges reichen, ne? Zwölf, vier und neun. Ja, komm, wir machen uns ein dreieckiges. So, Nordosten ist angesagt. Alter, die überrumpeln uns hier mit Veggie total. Na ja, gut, besser als andersrum, ne? Als andersrum. Weil zu wenig von dem Zeug. Wir müssen da lang. Das haben wir jetzt wieder fallen gelassen, ne? Jetzt haben wir es aber. Ja gut, ein Schneegebiet. Müssen wir ja nicht unbedingt. Das sollten wir sogar vermeiden.
Das ist die Made, dann haben wir wieder ihren Platz. Wo ist das Chicken? Chicken ist weggerannt. Ne, da ist es. Alles klar, kannst das Hühnchen haben. Ich will es gar nicht. Nimm's dir. Ich wollte es bloß zu dir jagen, ne? Der arme Bär, was verfressen hat. Wir nehmen uns mal hier das Eisen mit. Irgendwo schlägt hier noch jemand Holz, ne? Hier ist eine Base. Okay. Aber wir laufen ja weg davon. So, dann müssten wir ja zu der Stelle kommen, wo ich in Staffel 2 meine Base hatte quasi. Weiß gar nicht mehr, hier war es nicht, ne? Das war ja in der Nähe vom Teich. Müssten wir bald im Gebiet angekommen sein, ne? Die Made wird, glaube ich, rausdonnern. Nee, ist aber nicht. Okay. Wieder zwei freie Inventarplätze. Und wir sind im Gebiet, ne? Wir sind im Gebiet. Wir sollten uns hier also nach Lithiumerz auch umgucken. Ich hoffe, wir finden welches. Guck mal, was haben wir denn hier? Könnte Lithium sein, ne?
glaube schon. Lithium. Das erste Lithiumerz. Let's go. Der Tod von letzter Folge ist schon fast vergessen. Den schon gehackt? Ja. Hier über die Felsen bin ich auch schon gekraxelt. Ne? Kann allerdings auch sein, dass jetzt natürlich hier was gespawnt ist. Guck mal hier. Nice. Nummer 2. Lithium und das ist Lithium hier. Sehr stark. Das ist Eisen. Aber auch das brauchen wir natürlich in rauen Mengen. Wir suchen uns dann gleich mal eine schicke Stelle, wo wir campieren. Gucken wir uns noch ein kleines bisschen um, solange wir noch Licht haben. Das ist doch nicht passiert, oder? Ist das jetzt passiert? Ach, zum Glück ist es nicht ganz so weit, aber... Oh Mann! Code Nummer 8. Naja, wenigstens eine runde Zahl, oder? Können wir auch vielleicht ein kleines bisschen das Positive draus ziehen. LOL! Was soll denn die Kacke? Ey, fuck! Ja, manchmal ist langsamer Laufen doch angebracht, ne? Oh Mann, ist das Kacke. Abgestürzt, ey. Kacke ist das denn bitte? Proteinriegel. Schon wieder ein Tick heller geworden, ne? Mann. Das kann auch nur ich schaffen, ne?
Ja, leider habe ich keine Flügel. Hier bin ich runtergeflogen, wa? Ja, immer Fett ist uns noch drüber geblieben. Oh, und das Erz, ne? Ist natürlich auch wieder ein bisschen was weggekommen davon. Ärgerlich, ärgerlich. Ich mach gleich ein Feuer. Jetzt habe ich wieder zwei Äxte, ne? Ja gut, weil ich meinen Rucksack gefunden habe. Ja gut, wir können ja dann weiter aufräumen. Sagen wir jetzt noch einen sinnlosen Tod sterben. Werden wir am besten gleich mal hier unser Fundament aufstellen, ne? Oh nein, ich bin so ein Dussel. Ich dummerweise den Heal Pack genommen, ne? Oh, Blöde. Ihr habt es hier mit einem Dussel zu tun. Mit einem schusseligen Dussel. Und wo verdammt ist mein Feuer? Hier. So, das reicht erstmal. Warten wir uns das Fleisch und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Zwei Folgen, zwei Tode, kein guter Schnitt, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde hier noch zwei Folgen, denke ich, anschließen, also dass wir vier Folgen in einer Session haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn es so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Kommentiert wie immer sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du zusätzlich aufs Glöckchen tippst, dann wirst du über jede Neuigkeit benachrichtigt. Alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, Freunde. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.